Dann schlagen wir uns doch mal weiter durch den Sumpf. Das war der falsche Weg. Die Gruppe hier hätten wir eigentlich komplett ignorieren können. Aber wir wollen ja gründlich sein. Und hier ist der Ausgang, wo wir eben gerade reingekommen sind. Nee, wir kamen da oben rein. Wie viele Ausgänge hat der Sumpf hier? Ich guck mal ganz kurz. Wollt ihr den Sumpf wirklich verlassen? Nein. Na gut. Also rauszukommen auf den Sumpf scheint ja nicht wirklich schwer zu sein. Nur hier drin irgendwas zu finden. Oh. Das Gestrüpp scheint an dieser Stelle etwas ärmer an Unterholz zu sein. Vielleicht könnte man sich hier einen Weg durchhauen, meint Alana und deutet auf die Ecke. Sofort macht ihr euch an die Arbeit und tatsächlich, bereits nach einer Stunde habt ihr einen Durchgang geschaffen. Wollten wir denn das? Oh, hier ist eine Verbindung zu der Hexenhütte. Okay, ja, da ist die Hexenhütte. Ja, schön, jetzt haben wir eine Abkürzung. Auch wenn wir gar nicht mehr zur Hexenhütte müssen. Aber vielleicht hilft das uns ja später nochmal bei irgendwas. So, das heißt, wir haben jetzt diesen Bereich hier schon erforscht. Ist ja nicht so toll. Ich hätte mir eigentlich mehr erhofft. Was ist da denn noch? Da könnte auch noch was sein. Aber da werden wir nicht so leicht hinkommen. Da werden wir uns hin teleportieren müssen. Oder schwimmen. Da war der Magierturm. Hier war der Dinosaurier drin. Hier haben wir die Wege noch nicht zu Ende erforscht. Außer das sind alles Sackgassen gewesen. Was ich aber nicht unbedingt glaube. Also gehen wir da die Stege lang und rechts rum. Und dann müssen wir mal auf die Karte gucken. Also erstmal nach Süden. Hier rum. Vom Hexenhaus dann östlich. Auf die wackeligen Stege. Rechts rum dem Weg folgen. Bis wir wieder Land sehen. Da sind jetzt die Echsenmenschen. Rechts rum weiter, rechts rum weiter. Und da müsste dieser sechser Block an Erde sein. Genau da. Und da wollen wir nicht hin, sondern wir wollen hier rein. Nee, Schlangenbiss. So. Ach, hier waren wir doch schon. Ist nur wieder dieser komische hellbraune Untergrund. Dann gucken wir doch gleich mal, bevor wir es später noch machen wollen. Also einmal huschen wir kurz rein, decken das da auf. Da ist nämlich noch ein Gebiet unentdeckt. Und danach gehen wir hierher zurück und gucken uns das da und das da nochmal an. So, und alles auf der Suche nach einem Verwandelten. Irgendwo in diesem Sumpf. Ja, ja, wir sollten uns eigentlich echt aufteilen. Und das ganze Gebiet durchstreifen. Autsch. Das ist nicht gut. Was ist denn mit dir? Gift. Oh, das kriegen wir schon hin. Zaubersprechen, Heilung, Clarum Purum. Coctum Herbarum. Oh. 5 Astralenergie und nicht mehr vergiftet. Schöne Sache. Zurück zu den Stegen. Da ist nichts. Nö. Also zurück zu den Stegen und dann wollten wir da auch noch so eine kleine Verbindung kurz aufdecken. Die müsste hier gewesen sein. Ja. Jetzt gehen wir links rum, decken das da nochmal auf und dann machen wir da weiter. Also Steg folgen, links rum. Links rum, links rum, links rum. Das müsste das schon wieder gewesen sein. So. Da war auch nichts. Und jetzt gehen wir nach Süden, Osten, Süden. Also Süden, Osten, Süden. Da ist nichts. Okay. Aber wenigstens jetzt aufgedeckt. Und jetzt folgen wir dem Weg rechts rum. Also die Nische da, die Verbindung da und die beiden losen Enden. Und danach bleibt echt nicht mehr viel.
Also rechts rum. Hier ist nichts. Das Nichts haben wir jetzt aber auch aufgedeckt. Eine Schlange. Bisschen Holz im Wasser, aber nichts Großartiges. Die Hütte. Stimmt, da haben wir es jetzt schon mehrfach versucht ranzuwagen, aber es kamen jedes Mal Zombies. Und wir sollten Möhre mal nach vorne schicken. Also ja, vielleicht können wir da jetzt ja inzwischen rein, weil wir den Magier vernichtet haben. Ein Versuch ist wert. Das Schlimmste, was passieren könnte, ist, es kommen neue Zombies raus. Aber die waren ja nicht so wirklich schlimm. Du isst mal vorher bitte ein Wirselkraut. Und Gerugon und Terek jeweils ein Gullmondblatt. Da wird sie doch ein wenig öfters treffen. So, sehr schön. Also, durchatmen, Zombies töten. Und ja, die altbewährten Zombies. Das probieren wir gleich noch einmal und wenn das dann nicht wirkt, dann lassen wir es. So, sichern. Du daran abwarten, du daran draufhauen. Sehr schön. Erster Schlag, gleich ein Treffer. Sichern. Bloß nicht mit irgendwelchen Krankheiten anstecken. Hm, sind doch ganz schön zäh. Du wieder da drauf. So, erster zerstückelt. Und zweiter auch gleich zerstückelt. Ich sagte, zweiter auch gleich zerstückelt. Na also. So, das war der erste Versuch. Das war der zweite. Schon wieder angegriffen. Ja, hat sich hier wohl doch nichts verändert. Das heißt, wir müssen noch irgendetwas anderes machen, um da reinzukommen. Was auch immer das ist. Angriff auf den. Angriff auf den. So, sichern. Du machst mal Platz für Gerugon. Der ist ja einen Ticken langsamer als du. Warum auch immer. Du, rauf da. Ah, Terek steckt doch ganz schön was ein. Sollte gleich auch verarztet werden. So, und in den Rücken schlagen. Und in den Rücken schlagen. Und den Pfeil sparen wir uns. So. Na also. So, zweimal nichts gebracht. Mürrem, Talent anwenden, Wunden heilen, Terek. Die Götter seien verflucht. Hätte Mürrem das nur nicht versucht. Das kurierende Wunden misslingt und Terek erkrankt zudem noch an Wundfieber. Ja, gut, dass das nicht mehr Schicksalsklinge ist, sondern inzwischen Sternenschweif. Wundfieber dürften wir jetzt ja heilen können. Mit der Yoruga-Wurzel. So. Aber das Heilen ist zu nicht lange noch her und deswegen wird es nicht klappen. Hm? Terek. Nö. Jo, also Terek muss jetzt mal einen Tag lang jetzt mit Wundfieber rumlaufen. Und dann kann Mürrem versuchen, das zu heilen. Währenddessen gucken wir uns hier nochmal um. Hier war die eine Truhe. Die Truhe ist leer. Da hatten wir eine der Notizen gefunden. Das war das Sumpfranzen-Dokument. Das Noctrux-Dokument. Gegenstand benutzen. Transformationsanleitung. Kann da vielleicht Talana mehr erkennen? Nee. Ich benutze das jetzt nochmal ein paar Mal, weil wir hatten ja auch im ersten Teil, dass sie ein Org-Dokument gefunden hatte und da erst 10, 20 Mal raufgucken musste, bevor sie wusste, was genau das war. Aber nö. Hier scheinbar nicht. Was mit der Kugel? Können wir vielleicht damit den Gesuchten finden? Die Kristallkugel kann nicht benutzt werden. Hm. Okay. Das Heidekraut. Können wir das benutzen? Bevor ihr nicht eine Sumpfratze gefangen habt, ist das völlig sinnlos. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt so lange hier rumlaufen, bis wir vielleicht durch Zufallsereignis einen Kampf haben und dann mit dem Netz eine Sumpfratze fangen.
Kann irgendjemand das Netz... Talana kann das Netz nehmen. Aber irgendwie traue ich dem nicht. Ich habe lieber alles hier bei ihr. Nö. So, erstmal Blick auf die Karte. Da unten können wir noch ein bisschen was aufdecken. Also Osten, Süden. Osten, Süden. Und hier einmal alle Enden abgehen. Da ist eine Sackgasse. Da, ups. Da ist ein Weg nach draußen. Noch einer. Man muss durch diesen Sumpf warten, um da rauszukommen. Ist ja auch eklig. Da hinten ist noch so ein grüner Fitzel. Und was ist das da? Das ist ein Stein? Nein, das ist die Truhe. Okay. Das wäre es hier also auch gewesen. So, wir hatten irgendwo noch eine Stelle gesehen, wo wir nicht so leicht hinkommen könnten. Ohne in den Sumpf zu springen. Zum Beispiel hier könnte noch was sein. Ja, das wäre es auch schon. Hier oben haben wir alles. Wir könnten noch mit den Echsen sprechen. Oder nochmal den Turm durchsuchen. Da unten war der Karren. Und das ganze Gebiet hier ist auch noch nicht aufgedeckt. Okay, gucken wir erstmal nach Norden an dem Haus vorbei Richtung Turm. Und gucken wir dann, ob wir auf der rechten Seite, wenn wir zum Turm blicken, da irgendwas am Wasser sehen. Die richtig komplizierte Anleitung langsam, wo man sich hinbewegen muss. Also, hier ist rechts das Haus. Gewesen. Dann wollen wir weiter nach Norden. Bis wir den Turm sehen. Da ist der Turm. Und hier rechts ist sogar Land. Hier drin. Okay. Da müssen wir jetzt also reinspringen. Nur in der Hoffnung, dass genau auf diesem kleinen Stück Land die Sumpfratze ist, die wir gerne hätten. Oh. Reingeplumpst. Ja. Also drauf sind wir jetzt schon mal, aber hier ist nichts. Sehr schön. Wollen wir jetzt rüberschwimmen zu den Magiern? Oder zu dem Magier? Na gut. Komm schon, komm schon, komm schon. Talana kriegt Schaden, aber nicht sehr viel. Goodie. Können wir da nochmal rein? Der Turm ist abgebrannt. Man kann ihn nicht mehr betreten. Okay. Ist südwestlich bzw. westlich von hier noch irgendetwas? Westlich. Da ist Land, aber ich glaube, das gehört... Genau, das ist das Fitzelchen hier. Da waren wir anscheinend schon drauf. Südwestlich? Ne, da sehe ich nichts. Okay. Schwimmen wir mal zu diesem Fitzelchen hier nochmal. So. Gucken, ob wir hier vielleicht irgendwo durchkommen. Ne, anscheinend nicht. Können wir da an Land gehen? Ja, können wir. Und da könnten wir sogar rausgehen. Aber das wollen wir ja gar nicht. Wir wollen weiter den Sumpf durchforsten. Um nicht zu sagen, durchkämmen. Also, Magier war nix. Echsenmenschen könnten wir noch gehen. Wir könnten auf ein Zufallsereignis hoffen. Und das Haus. Können wir... Haben wir irgendwas, um die Untoten abzulenken? Die Kristallkugel hat die ganze Zeit Mürrum in der Hand, also im Inventar gehabt. Und sie ist auch vorgelaufen. Also wenn die Kristallkugel irgendwie die Untoten fernhalten könnte, wäre das wohl passiert. Die Dokumente hat sie auch. Sie hat eigentlich alles Wichtige, was wir hier gefunden haben. Sie hat nur Waffen. Er hat einen Heiltrank und den Schlüssel zu Lowang. Und er hat eine Krankheit. Aber ja, das wird auch nicht helfen. Nö. Vielleicht ist das Haus auch gar nicht wirklich dafür da, irgendetwas zu machen. Es ist einfach nur eine Heimstätte für die ganzen Untoten. Oh, ich habe gar nicht geguckt, ob das Ding noch einen Hintereingang hat. Versuchen uns mal dran vorbeizuschleichen. Ohne anzugreifen. Sehr gut. Ein Keller oder so.
Gehen wir erstmal hier wieder an Land. Nee, da sehe ich nichts. Okay, andere Seite. Schön von der Tür fernbleiben. Nö, da ist auch kein Weg. Schade. Wir könnten auch nicht jetzt Gwendolyn oder so mit dem Enterhaken hochschicken. Um nochmal reinzustöbern. Nee, gut, das lassen wir dann erstmal. Wir speichern jetzt ab. Danach werden sich unsere Helden hier im Sumpf aufteilen. Sich ein wenig umgucken und zwischendurch auch noch Terek heilen. Also speichern, neu, ja, LP 054. Und wir sehen uns gleich wieder.